Hallo zusammen, wie versprochen habe ich mich mal ein bisschen umgeschaut und geguckt, wie wir wieder zurückkommen. Wenn ihr euch daran erinnern könnt, und ihr könnt euch daran erinnern, weil es ist erst eine Folge her, haben wir hier festgesteckt. Jetzt hatte ich mir überlegt, eine andere Option wäre natürlich noch gewesen, wenn wir uns hätten kaputt machen lassen. Ja, das ist ein Satz. Also wenn wir uns irgendwo runtergestürzt hätten, uns quasi in den Tod gestürzt hätten, dann wären wir auch hier rausgekommen. Mit dabei ist wieder meine Katze, die sitzt wieder bei mir. Ja, und sie krallt wieder. Ah. Ja, du wolltest nicht hochgenommen werden, ne? Ist okay, komm, setz wieder hin. So, also falls ich ab und zu mal kurz nicht an der Tastatur bin, wundert euch nicht, da liegt's an der Viola hier. Ne? Ja. So. Ich habe übrigens auch rausgefunden, wie wir hier wegkommen. Also, es hat ganze 5 Minuten gedauert. Es war überhaupt nicht, wir waren eigentlich direkt daneben. Wir hätten es eigentlich sehen müssen, aber ist ja wie immer, manchmal bin ich blind. Also es fällt wirklich auf, man hätte es entdecken können. So, wir gehen wieder hier hoch, oben wo der Gordo ist. Erinnert euch schon noch dran? Mädchen. Ne, das jetzt bin ich... Kurz warten. Ja, du willst jetzt gestreichelt werden, ich weiß. Wie war das? Katzen haben keine Herrchen, die haben Bedienstete? Wie war das? Das haut irgendwie hin. Hier komme ich doch, hier kann ich stehen bleiben. Sehr gut, dann verschnauf mal kurz. Ne? Die Königskatze. So. So, hier hoch. Hier ist ja der Gordo. Da war der gelingert, noch direkt einen Screenshot. Und hier kam er ja nicht weiter. Also ich vermute mal, dass wenn wir den kaputt machen, also zum Platzen bringen, dass wir auch hier durch können. Ich weiß aber noch nicht. Das ist eigentlich noch viel einfacher. Pass auf. Und zwar kann man hier runter. Also wir hätten nicht mal hier hochgemusst eigentlich. Man braucht nur auf diese Plattform hier gegenüber. Und hier geht's runter. Hier war noch eine Kiste, die habe ich kaputt gemacht. Ich bin aus dem Spiel raus ins Windows und habe quasi per Task Manager das Spiel geschlossen und trotzdem speichert er. Was gut ist, wenn es mal aus Versehen abstürzen sollte. Was schlecht ist jetzt für die Aufnahme, weil ich ja eigentlich nicht vorgreifen wollte. Ah, da fällt mir gerade ein. Pass auf, wir machen ganz kurz. Ich weiß auch wieder, warum ich die Kamera da oben links hatte. Zack. So seht ihr zwar nicht den Tag und die Uhrzeit, aber so seht ihr wenigstens, welche Slimes das sind und welche Nahrung die brauchen. Und hier unten haben wir nämlich, die hier habe ich gefunden, Mosaik-Slimes. Ich habe schon eine aufgenommen, deswegen kommt die Meldung jetzt nicht nochmal, weil ich selbst gucken wollte, was für eine ist. Ich dachte eigentlich, ich könnte laden und ihr würdet das mitbekommen. Also stellt euch vor, unten rechts ploppt jetzt so ein Kasten auf, da steht Mosaik-Slime. Und ich weiß gar nicht, der hat als Lieblingsfrucht diese silberne... Hier dieses Silberwurzel, okay. So, wir sind jetzt hier unten. Die Hühner, die bemalten, lassen wir hier. Wir können jetzt einmal hier hoch. Und das... Ich weiß nicht, ob wir hier schon lang gelaufen sind. Ich habe es einfach wieder verdrängt, weil hier geht es quasi zu einem großen Teleporter wieder. Also ich vermute, dass es ein Teleporter ist, weil noch konnten wir da ja nichts machen. Da vorne sind wir ja dann da rein. Dieses riesige Gebäude mit den 2 Eingängen, wo man wählen konnte. Wo jeder Eingang aber gleich war. Hier vorne geht auch noch ein Tunnel lang, aber der führt nur zu einem Raum sozusagen. Und ich denke mal, da müssen wir Plot einsetzen. Das wäre so eine große Statue, wo man Plot reinschießen kann. Was da genau passiert, weiß ich noch nicht. Das werden wir noch sehen. Und aber hier müssen wir doch lang gekommen sein. Sonst hätten wir doch gar nicht da... Genau wie diese hier. Wobei, hier, das ist so eine Statue, da kann man nichts reinschießen. Wir haben noch eine Schatzkapsel. Ja, und dann gehen wir mal hier lang. Oh, und werden direkt freudig begrüßt. Okay, und dann sind wir eigentlich schon wieder hier, ne? Also ich weiß nicht, ob ich hier gestern... Also die letzte Aufnahme muss jetzt 1-2 Tage zurückliegen. Ob wir da bei der letzten Aufnahme auch hier waren? Und ich bin da vorbeigelaufen? Oder bin hier hoch und irgendwie falsch abgebogen? Ich weiß es nicht mehr. Weil eigentlich... Kann sein, dass ich hier rübergeschwebt bin oder so, oder ob ich es versucht habe. Genau jetzt, ach so. Jetzt bin ich aber falsch gelaufen, Moment. Ich bin wieder verlaufen.
Hier sind wir gestartet. Da vorne geht's zum riesen Teleporter. Dann geht's hier lang. Machen wir nochmal für den Schnitt. So. Muss ich kurz gucken. Oh ne, es fängt das schon wieder an. Nein! Ich wollte doch kurz gucken. Hier geht's wieder hoch. Zur. Hier, zu dem hier. Das ist der eine Weg, okay. Aber da wollen wir ja nicht hin. Deswegen gleiten wir mal vorm schön hier rüber. Und jetzt müssten wir eigentlich wieder draußen sein, richtig? Da bin ich jetzt verkehrt. Doch, wir sind da jetzt wieder hier. Genau, ja, genau, hier sind wir darüber geschwebt. Ganz am Anfang war das hier. Also hier sind wir wieder draußen. Das war auf jeden Fall richtig. Ich hoffe, ich überlebe das jetzt. So, alles klar. Genau, hier ging es hoch zu dem einen Gordo. Jetzt bin ich gerade überlegen. Oh, eine Schatzkapsel, die haben wir ganz übersehen. Secret-Style-Kapsel, Schatzkapsel. Nebel! Alles klar, besucht das Rangehaus, das kennen wir schon. Waren wir hier oben schon? Ah, hier ist so eine Blüte, Knospe, keine Ahnung, was das ist. Hier ging's. Ah, warte mal, da fällt mir gerade was ein, bevor wir zurückgehen, weil wir sind ja jetzt auf dem Rückweg. Hier gehen wir nochmal runter. Hier, so einen hatte ich eben gesehen. Und das ist ein, ich würde sagen, Felsslime. Kann das sein? Felsslime. Ich wollte mal gucken, wir wollten hier irgendwas mit Wasser aktivieren, ne? Ich hatte überlegt, vielleicht vom Wasserplot, also Wasserslime so ein Plot mitzunehmen. Aber, da die Figuren hier rumstehen, würde ich behaupten, nehmen wir einfach mal von einem Felsslime-Plot mit. Vielleicht können wir das dann irgendwie aktivieren. Also merken Felsslime. Ich hoffe, ich werde das nicht wieder vergessen, bis wir an der Ranch sind. Ach, da oben haben wir Teleporter, genau. Nimm wir den doch. Ich glaube, wir bauen uns diesmal einen Teleporter, bevor wir jetzt wieder zurücklaufen. Ach, ich sehe auch gerade, ich bin etwas unscharf oben drauf, ne? Moment. Alexa, Softbox an. Ja, mit Licht geht es einfacher, ne? Das ist, manchmal vergisst man doch so ein paar Kleinigkeiten. So, wunderbar, jetzt bin ich was heller. Und in HD, na Quatsch. So. Mosaik-Slime haben wir mitgenommen. Mosaik-Slime, wir haben jetzt gar kein Gehege mehr frei, oder? Haben wir noch? Wir hatten doch jetzt alles besetzt. So, Mist. Ich will überlegen, ob ich die schon rausschmeiße hier, aber die geben gut Nahrung. Gut Nahrung, gut Geld meine ich. Die geben gut Nahrung. Und dann hätten wir hier noch unsere Felsslimes. Sollen wir die vielleicht mit dem Mosaik kreuzen? Oder Frankfurt an der Oder? Wir kreuzen die Wank-Slimes mit den Mosaik-Slimes. Fände ich auch nicht blöd. Blöd ist nur, also die Quantum-Viecher, die nerven ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Weil wenn die jetzt hier rumhüpfen und hier plotten, das kommt da rein. Und wir sollten die jetzt kreuzen, was ich eigentlich ursprünglich gar nicht machen wollte. Dann haben wir wieder ein Problem, ne? Ich weiß auch gerade ehrlich gesagt gar nicht, was das gibt. Aber die sind neu, die Mosaik sind neu. Da könnten die Fels zur Not rausschmeißen. Oder wir kreuzen die mit Fels, aber Felsplot gibt nicht so viel. Wir brauchen jetzt gleich wieder Felsplot. Deswegen wäre es auch Quatsch, jetzt loszuwerden. Wir könnten Fels höchstens mit denen hier noch mischen. Also ich finde die Quantum schon cool, oder die Quanten-Slimes, aber dass die hier andauernd rauskommen, macht mir ein bisschen Sorge, wenn ich ehrlich bin. Besonders dann hier mit den Wirbelstürmen oder ja, kleinen Tornados, die hier rumwuseln dann noch, weil die Hunger haben, die koten hier hin, dann haben wir richtig... So, ist da gerade ein Felsslime rausgekommen? Da ist so ein Felsslime rausgekommen. Ach krass, das heißt... Ach du glaubst nicht. Oh nein, da wird das ja noch beschissener. Okay.
Ja, das ist... wenn die dafür Sorge tragen, dass die dann jetzt überall noch rauskommen... Ach Gott, nee, dann haben wir nicht nur die Quantenviecher hier rumlaufen, sondern auch also jegliche nachher. Boah, das gefällt mir gerade überhaupt gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Pass auf. Wir haben auch kein Gehege mehr frei. Wir haben auch keinen Platz mehr frei, wo wir eins bauen könnten, ist das Problem. Ich will überlegen, ob wir die Quantenviecher wegtun sollten. Aber andererseits, die sind auch nicht so toll hier. Wenn die jetzt die ganze Zeit so für Unruhe sorgen, dann können wir eigentlich schon die wegpacken. Pass auf, machen wir auch. So, sehr gut. Derwisch. So, jetzt haben wir wenigstens ein Problem weniger, theoretisch. Weil jetzt dürften eigentlich keine Tornados mehr auftauchen. Ich meine, die Tornados gehen auch weg, wenn man die die ganze Zeit füttern, ne? Boah, ich tue mich ja gerade echt schwer. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die Tornados die ganzen Viecher hier raus sind. Guck dir das an, hier ist noch einer draußen. Da hinten ist noch einer draußen. Was war das? Mosaik-Slimes auch draußen. Ach, wisst ihr was, kommen wir? Ich gehe mal ganz kurz jetzt hier die Sachen wegbringen. Ach, ich bin falsch gelaufen. Sehr gut. Wir bringen mal ganz kurz den Honig in den Summwachs. In unser Labor sozusagen, damit ich zwei Plätze frei habe. Ja. Ich meine, hier wäre halb so wild, in Anführungszeichen. Wir könnten einen so ein Feldblatt machen, Gehege bauen. Ich meine, wir hätten ja hier die Kristall-Slimes schon mit Red-Slimes gepaart, sozusagen. Oder gekreuzt. Dann Red-Kristall-Lago, Kristall-Pink-Kristall-Lago. Wir haben auch keine Pinken mehr, ne? Ach, das ist alles. Ich brauche mehr Platz, ich kann so nicht arbeiten. Na gut, dann machen wir... Das hier platt, oder? Also hier könnten wir dann zur Not vielleicht... Ja, wenn ich jetzt hier die Derbischen packe, ist genauso beschissen, ne? Kommt doch selber hinaus, wenn ich ehrlich bin. Warte mal, Typ, die fressen alles so. Und ihr fresst Gemüse, okay. Ja, komm, ich glaube, wir packen die Derbisch weg. Was soll's, komm. Die kriegen wir jederzeit neu, wieder nach, sozusagen, dem neuen Gebiet, wo wir jetzt waren. Und die Derbys sind halt... Entschuldigung. Einfach zu blöd zu halten, so. Freuen sich die Jungs hier. Oh, drei Stück. Okay. Ich hätte schwören können, hätten vier gehabt. Aber ich weiß nicht, was in der letzten... Oder in den letzten Folgen mit dem Gold passiert ist, was wir von dem Goldslime bekommen haben. Ob ich das tatsächlich verkauft und verdrängt habe, oder ob das auch abhanden gekommen ist. So. Die brauchen Fleisch. Ach shit. Jetzt haben wir schon soweit. Jetzt haben wir schon welche, die... Die eine Kreuzung hinter sich haben. Das ist nicht schön. Jetzt bin ich wieder eine halbe Stunde damit beschäftigt, hier aufzuräumen. Ich kenne mich doch. Wir brauchten, glaube ich, das Quantum-Plot, aber hier fürs Labor, ne? Usch. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Andererseits kann ich jetzt erstmal hier unten beruhigt so lassen, weil die jetzt, die jetzt rauskommen, sind die Quantenviecher. Okay, meine Mosaik-Slimes, die von eben draußen sind. So. Sechs Stück ist richtig, ne? Ja. Wir haben uns... Du kommst hier rein. So. Die sammeln wir auch direkt. Was ist denn da jetzt gerade explodiert? Oder war das hier der Fels-Slime, der irgendwo gegengekommen ist? So, die sammeln wir auch wieder ein. Wir behalten sie erstmal. Nicht, dass ich mich gleich ärgere, weil wir irgendwas Spezielles bauen wollen und dann geht es wieder nicht. Ach, jetzt hab ich das blöde Quantenplot. Nein! So, du bleibst da liegen. Ich hoffe, du wirst nicht gefressen. Ich
Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz im Labor gucken, ob wir das Quantenplot überhaupt brauchen. Großartig. Falls nämlich nicht, oder nicht oft, gehen die auch weg hier. Das wirkt mir zu blöd. Hallo Mädchen. Also Futter haben die ja genug hier drin, ne? Sie können sich echt nicht beschweren eigentlich. Naja, was soll's. Da ist schon wieder einer. Ach komm, ist mir jetzt auch egal. Wir gehen jetzt gucken, ob wir das Zeug brauchen. Ansonsten feuern wir direkt die 20, 21 da rein. Ach, schon wieder 16 Minuten. Wir haben noch nichts groß geschafft. Außer uns zu befreien, ist auch mal was. Mal kurz gucken. Fortschritt nach Bohrer, da brauchen wir das nicht. Wo ist überhaupt irgendwo hier Knallplot, Frostplot? Felsplot, Redplot brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Hier bräuchten wir Quantenplot. Die Drohne haben wir aber mehr als genug von. Ich hätte ja gedacht, bei den Teleportern, dass wir es brauchen, um ehrlich zu sein. Aber nein. Wir schauen mal. Also wenn das nur bei dem einen ist, dann kann ich ja beruhigt die gleich auch weg verfeuern sozusagen. Achso, hier kann man ja nicht sehen, was wir brauchen. Mist. Das haben wir alles schon. Die Lampe, Slimebühne. Das ist für erstmal. Das hier ist für mich nicht so wichtig. Das wäre noch interessant. Was ist das? Erlaubt sie aus der Ferne Ressourcen genau in der Raffinerie zu platzieren. Das finde ich geil. Das. Wie geht denn das? Warp-Technologie ist eine Klasse von Slime-Wissenschaftsgeräten, die es dir ermöglicht, dir die Kräfte des Instant-Transports zunutze zu machen. Sie beinhaltet Teleporter, die du verwenden kannst, um Abkürzungen zu kreieren. Und auch Geräte, die dich Gegenstände transportieren lassen. Baue Warp-Technologie-Geräte, um dein Ranch-Leben und die Erforschung der Umgebung schneller und effektiver zu gestalten. Ja, da kaufen wir, ne? Was haben wir noch? Zähmungsglocke, beruhigter Klang. Der beruhigende Klang dieser bemerkenswerten Glocke wird den Zorn von jedem wilden Slime verfliegen lassen. Oh. Butter Karamell, Warp-Depot. Ein Set von zwei Geräten ist dir erlaubt, Ressourcen zwischen zwei Orten zu transferieren. Das finde ich noch cool. Ein Set von zwei Teleporter, also butterkaramellfarbene Teleporter, die dazu verwendet werden kann, deine ganz eigene Verbindung für einen schnellen Transport einzurichten. Das finde ich auch nicht verkehrt. Aber jetzt mal, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem karamellfarbenen Teleporter-Dings und den hier? Ein Set von zwei, die dazu verwendet werden kann, deine ganz eigene Verbindung für einen schnellen Transport einzurichten. So genau dasselbe in Grün. Wahrscheinlich kann man die nur einmal bauen. Und es gibt insgesamt nur 4 oder 5, schätze ich mal. Pass auf, wir probieren das. Und man braucht wahrscheinlich das Depot, ne? Zwischen zwei Orten zu transferieren, genau. Also brauchen wir Felsplot. Hey, Hexerwabe, ja, das ist natürlich. Kommen kein Bauen, shit. Ich hatte eigentlich gehofft, wir könnten langsam. Seltsamer Diamant, okay, haben wir nicht. Okay, wir gucken mal, was wir hier mit Bauen machen können. Raffinerieverbindung kaufen, so. Ja, aber klar. Royales, Gelee, Hexer, können wir alles nicht machen, so Mist. Nur für die Drohne brauchten wir das. Na komm, wir packen hier nochmal. Komm, wir packen alles rein. Was soll's. Ich denke mal, an Geld wird es uns nicht mangeln. Felsplot wollten wir mitnehmen. Das lassen wir jetzt auch hier drin. Da gehen wir noch schnell Nachschub holen und dann geht's wieder zurück. Dann können wir endlich mal gucken, ob wir da irgendwas bewirken können mit dem Felsplot. Wenn Vermutung stimmt. Warum brennt denn jetzt hier alles? Was macht der Kater da schon wieder? Ja, du bist brav hier im Sitzen, ne? Mädchen. Aber der Kater, der baut Mist, ich höre es. Warum explodiert das denn dort? Das sind die hier, ne? Mosaik-Slimes wahrscheinlich. Die brauchen Gemüse. Okay. So, Felsplot. Wir haben hier natürlich jetzt keinen Sammler. Doch, haben wir einen Sammler? Ja, wir haben einen Sammler, okay. Was?
mal kurz Headset nehmen. Das wird mir ein bisschen zu bunt gerade. Obwohl, warte. Ich glaube, wenn ich das mache, dann ist mein Mikrofon zu leise. Egal, so, wir haben 11 Felsplots dabei. Die kommen eh hier wieder raus. Ich bin echt überlegen, ob wir hingehen und sagen, pass mal auf. Du gehst auf 3, dann bauen wir dich hier an. Geht das jetzt nicht mehr? Kann man die nicht mehr umändern? Fruchtbarer Boden, fruchtbarer Boden, ein Kompass aus dem Moosbett, Mineralien aus dem Indigo-Steinbruch führt dazu, dass Feldfrüchte beim immer maximalen Ertrag bringen. Okay. Entschuldigung, ach, das habe ich doch gar nicht gesehen, dass es hier so Sachen gibt. Sprinkleranlage. Eine Sprinkleranlage stellt sicher, dass deine Feldfrüchte immer gut bewässert sind, was sie zweimal so schnell wachsen lässt. Ach, cool. Slime-Scheuche. Was machst du denn jetzt, Mädchen? Eine Slime-Scheuche ist eine ausgestopfte Teerpuppe, die dazu gemacht, um herlaufende Slimes von der Ernte fernzuhalten. Okay. Bewuchs entfernen, kostet 10. So, die hätte ich gerne.